Auf der Willerstrasse in der Gemeinde Seedorf ist ein Feuer ausgebrochen. Aber keine Sorge, die Feuerwehr hat die Situation unter Kontrolle. Sie selber zündet sogar auch all die mitgebrachten Tannenbäume an. Für Dorfbewohnerinnen und Bewohner ein freudiges und heiteres Erlebnis. Wir waren schon letztes Mal da und es war mega cool. Und wir haben gefunden, das müssen wir unbedingt wieder machen. Weil wir unseren Tannenbaum verbrennen und das Feuerwehrauto anschauen wollen. Weil der Sohn hat mega gerne Feuerwehr und wollte das gerne anschauen. Am 2. Jänner Tannenbäume verbrennen, das hat Seedorf Tradition. Seit über 10 Jahren wird dieser Anlass durchgeführt. Sogar einen Tannenbaum-Weitwurf gibt es. 10.03. An kreativen Ideen fehlt es den Seedorfer Feuerwehrleuten definitiv nicht. Das hat sich eigentlich so entwickelt, dass wir die Geselligkeit im Feuerwehrverein Seedorf ganz gross schreiben. Aber nicht nur unter uns, sondern wir organisieren auch einige Anlässe, organisieren, auch für die Bevölkerung, die nicht Mitglied sind. Feuerwehrleute von Seedorf organisieren etwa 4 Anlässe pro Jahr. Heute gesellen sich auch Politikerinnen und Politiker dazu. Der Feuerwehrverein tut das organisieren und das ist ein ganz aktiver Verein und macht auch viel für die anderen Vereine. Und darum denke ich, wir müssen sie unterstützen. Es ist eigentlich mehr primär wegen dem Verein als wegen dem Tannenbaum verbrennen. Der Gemeindepräsident, der sich persönlich um den Verkehr rund um das feurige Ereignis kümmert, betont, dass das Seeländer Dorf den örtlichen Vereinen viel zu verdanken hat. Wir haben über 40 Vereine, der Feuerwehrverein ist einer davon. Und wenn jeder 1-2 Anlässe macht pro Jahr, dann gibt das weit über 100. Am Dienstag, am 2. Jänner, hat Seedorf die Feuerwehr etwa 60 Tannenbäume verbrannt. Das grosse Feuer hier kontrolliert anzuzünden, ist auch eine sichere Möglichkeit, sonstige Brände zu vermeiden. Es hat noch einen anderen Grund. Tannenbäume, die länger als am 2. Jänner in der Stube sind, sind auch recht brandgefährlich. Und da wir ja Feuerwehrverein sind und auch noch in der Feuerwehr waren, haben wir gedacht, das sei dann eher sicherer so, wenn sie aus der Stube kommen. Der nächste Anlass für Feuerwehr Seedorf findet diesen Sommer statt. Auf dem Programm steht eine Vorführung eines alten Feuerwehrschlauchs und das Interessierte selber mit dem Schlauch hantieren können.